So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Und das letzte Mal haben wir mit dem Abenteuermodus angefangen. Jetzt weiß ich nicht, ich weiß nicht, was ich weitermachen soll. An sich finde ich es cool, den Abenteuermodus zu spielen tatsächlich. Aber ich würde auch gerne nochmal eine Endlos-Herausforderung probieren. Weil ich es doch mehr mag, nicht zu wissen, was kommt. Also vor allem kein Nintendo-Level, ja? Ich will aber nicht auf leicht spielen. Ehrlich gesagt, will ich mindestens normal spielen. Komm, wir kriegen das schon hin. Let's go. Aber gab es nicht mal eine 100 Mario Challenge? Es sind ja nur 5 Leben, die man hier hat. Aber gut, ist ja egal. Wir probieren es einfach. Wir probieren es einfach. Wir werden mal schon sehen, was wir davon haben. Klassisch Thema. Ah ja. Gottes Willen. Geh weg da oben. Ah, wie weit wirft er denn? Der kommt ja an hier. Okay, jetzt ist er runtergesprungen. Kommt. Oh nein, der Fisch bleibt hier. Ich wollte halt den Block mir holen. Ich hole mir den Block nicht. Okay, vielleicht hole ich mir den Block doch. Oh, es gibt einen Katzenmann. Nice. Das war nicht, was ich wollte. Ach, die kann ich in die Hand nehmen. Aber ich kann sie auch kaputt machen. Oh, ich dachte, das kann die Pflanze killen. Okay. Lull. Das ist ja... Das Interessant ist ja, man darf hier nicht allzu viel Sinn erwarten bei den Leveln von den Usern. Weil, also da muss man nicht so oft, sollte man nicht so oft überlegen, ist das jetzt wirklich so gedacht, sondern funktioniert es überhaupt? Ja, das ist wichtiger. Die Münzen interessieren mich jetzt dann auch nicht wirklich. Da ist einfach mal so ein Viech eingebaut. Ja, alles klar. Ich gehe raus. Tschüss. Auch können ja plötzlich Trolls einen erwarten. Das weiß man ja auch nicht. Boys. Das kann ja alles passieren. Ah. Hallo Katzenbowser. Tschüss Katzenbowser. Okay. Na, zum Beispiel auch so Sachen wie, muss ich jetzt den Boss wirklich besiegen? Nein. Muss man halt nicht. Kann man halt einfach drüber gehen. Ja, für ein Toll reicht mir das jetzt nicht. Aber es ist auch kein Bu. Einfach weiter im Programm. Einfach weiter im Programm. 10 Second Rush. Was? Besiege alle Goombas und erreiche das Ziel. In 10 Sekunden. Ich meine, ich mache zwar keine No-Skip, ich könnte skippen. Aber ich will nicht skippen, danke. Das gibt nämlich jetzt richtig viele Leben. Nee, gab's nicht. Oh. Kinderspiel. Lull. Es gab nicht richtig viele Leben. Warum gab es nicht richtig viele Leben? Es gab nur die am Schluss. Ich dachte, die Leben im Ding selber bekomme ich auch, aber die habe ich nicht bekommen. Schade. Na gut, meinetwegen. Irgendein Japaner-Level von Red Apple. Ich habe... Warum? Ach so, da steht die 10. Das heißt die 10. Ah, verstanden. Es ist nur dieser eine Sprung. Oh mein Gott.
Alter. Was ein Quatsch. Was ein Quatsch. Wow. Ja, wie soll man das auch... Nee, also komm. Das brauchen wir nicht. Noch ein Japaner-Level von einem Japaner. Ich will hier jetzt nicht rumglitschen, aber ich komme nicht hoch. Muss man da richtig rechtzeitig drücken, oder? Und durch. Was war da für ein Hell? Ach, da. Hä? Will er so einen Springbot-Glitch-Dings? Es ist ja kein Glitch. Geht das überhaupt in dem Spiel? Hä? Kann ja nur sowas sein, ne? Ja. Sick. Okay. Wow. Ich will es im Prinzip auch wie No-Skip machen, ne? Also. Ich will es im Prinzip, ich möchte nicht skippen. Außer es ist wirklich total dumm. Dann skippe ich. I like the jungle theme von Amina Sync. Deutsch. Okay. Hi Amina. Diese Kommentare. Kann ich mittendrin auch einen Kommentar setzen? Ach so. Ich verstehe. Deswegen ist das Kommentare an aus. Ah. Dann sieht man, was die Leute schreiben. Okay, wie komme ich... Ach, wie komme ich da rein? Jetzt komplett vergessen, was ich spiele. Oh Gott, ich erst gar. Ich wollte gerade eine Stampfattacke versuchen, ne? Oh, das wird ja richtig cool mit dem, dass man die ganze Zeit wechselt, die Modi. Dann vergisst man voll, was man eigentlich macht. Ah, die Münzen brauche ich ja eigentlich gar nicht. Ach doch, ich könnte ja Leben bekommen. Die Leben brauche ich. Ja. Alles gut. Oh mein Gott. Oh no. Oh no, was? Jetzt habe ich es mir aber komplett verhauen, oder? Weil... Komme ich da noch hoch? Oh! Komme ich da hoch? Ah, okay. Hab nichts gesagt. Für toll reicht's mir eigentlich nicht. Für toll war es ein bisschen kurz. Aber okay, kurz und knackig ist sogar die Kategorie. Es war kein Bu, aber es... Na komm. Es war auch nicht schlecht. Ne? Let's
Chicago. Upside Down Ruins von Spin Tintin. Oder Spin Tanta. Man weiß es nicht, wie er ausgesprochen werden möchte. Kein Leben, schade. Gott, ich bin halt kein Fan von SMB 3. Ah, das ist Hintergrund. Ich hab schon gesagt, ich hab schon gedacht, irgendwas wird hier schwieriger. Okay. Gib mir den Pilz, danke schön. Bleib stehen. Ah, da komme ich nicht hoch. Da käme ich. Ah, ich kann nicht. Ich kann da nicht spinjumpen. Hä? Wie komme ich denn? Na, dann will ich da wahrscheinlich gar nicht runter. Oh Gott, die Notenblöcke. Oh, das wird nervig. Ja. Aber auch das ist doch jetzt wieder so ein Sprung, der geht einmal und wenn man ihn verhaut, kann man resetten. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Dann komme ich... Hä? Wie komme ich da unten rein? Da war eine Röhre. Ah, da komme ich halt nicht rein. So, jetzt muss ich auf den drauf hin, der gerade wieder hochgeht. Okay. Ist da... Neuer Pilz, sehr gut. Also das bekommt bisher eher von mir ein Herz. Nur da bin ich mir ziemlich sicher aktuell. Das ist ein schönes Level. Es hat eine schöne Länge, spielt sich ganz gut. Aha. Wollte gerade sagen, irgendwas muss ich jetzt holen. Aber warte mal, warte mal, warte mal. Moment. Nein! Aber ich komme doch jetzt auch hier hoch. Ist das jetzt ein Secret? Oder ist das... Ah, ist ein Secret, ne? Das ist nur für die 10 Münzen. Das nützt mir sonst gar nichts. Ja, moin. Ah, ist ja jetzt nicht so toll. Gleich haben wir ein Leben und das wäre das, was ich suche. Gottes Willen. Ah, verstanden. No. No. Gottes Willen. Ich will trotzdem gucken, was hier oben noch ist. Nichts. Ja, ist ja gut. Aber jetzt ergibt das Level halt Sinn. Oh, genau auf ein Leben. Springt der hoch? Nein, ne? Der macht nichts Böses. Aber ich komme jetzt halt auch nicht höher. Schade. Da wäre vielleicht noch was gewesen, ein Bonus oder so. Das war auf jeden Fall toll. Cooles Level. Das hat auch eine schöne Idee, ne? Man geht bis nach oben und dann stampft man sich runter. Das ist schön. Sowas gefällt mir. Thank you hat W12 gebaut. Heißt das, wir spielen einfach W12? Ne, es ist ein anderes Level, okay. Hallo und auf Blöcke. 50! Aber da komme ich nur ran.
Okay. Komme ich nur ran, wenn ich ihn nur noch auffinde, wollte ich gerade sagen. Da war er. Warum gibt mir denn da 50 Münzen? Ey, das ist nicht verhältnismäßig. Ist hier oben was? Nein. Ist das klug, hier runter zu rutschen? Man muss halt, man darf halt nie von fairem Level-Design ausgehen. Ne? Man muss mit allem rechnen hier bei diesen Sachen. Das ist ja das Schöne. Das ist das Schöne, aber das ist auch das, was dann die Leute aufregen wird. Okay, ich löse jetzt erst den aus. Dann gehe ich durch die Röhre da hinten. Sonst könnte es kritisch werden. Ah, verstanden. Ah, dann bekomme ich, wenn ich das schaffe, die Münze da, ne? Das will ich probieren. Oh, Mist! Das will ich probieren. Oh, geht es jetzt überhaupt noch, wenn ich klein bin? Ach, ich kann ja drehen. Ah, nein, ich bin doof. Ich kann mich ja eigentlich drehen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht mehr in die Gumbas reinrenne. Schaffe ich das nicht schneller dadurch, ohne dass die Gumbas runterfallen? Nee. Ich will da aber nicht immer warten. Die Zeit läuft ja auch ab. Hä? Ach komm, lassen wir's. Laschen wir's. Spielen wir lieber weiter. Vielleicht geht es nur, wenn man groß ist. Und das habe ich dann versaut. Oh no. Also die grünen Blöcke bedeuten für mich immer Block Snake. Oh, da hat jemandem das nicht gefallen. Was hat dem Kollegen hier denn nicht gefallen? Super schwierig. Was war denn da jetzt super schwierig? What? What? Ah, warte. Dreisprung, oder? Ja, 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 ja. Bin ja schon auf dem Weg. Nein! Nein, bleib hier! So, ich muss einen Schlüssel noch finden. Da sind einige gestorben. Ah, schade. Behalte ich jetzt die Leben, die ich bekommen habe, oder sind die weg? Die behalte ich, das ist gut. Aber wo ist der Schlüssel? Ja, da ist ein normales Ziel, das sehe ich, aber wo ist der Schlüssel? Ich meine, ich brauche ihn ja nicht, ne? Mist, Mist, Mist. Kann ich da eigentlich vorher auch schon runter, oder? Okay, sehr schön. Dann ist das ja simpler. Ja.
Dann haben wir jetzt nämlich 3 Leben. Mehr kriegen wir wahrscheinlich nicht, ne? Mehr als 3 kann man nicht pro Level bekommen. Sehe ich das richtig? Brauche ich da oben auch gar nicht rein. Aber irgendwoher muss ich den Schlüssel bekommen. Null. 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 Hä? Ich musste die Mancha töten. Ja, nice. Aber das ist jetzt das dritte. Das kriege ich jetzt gar nicht mehr richtig dann zugetragen, ne? Ah, das ist ein gemeiner Sprung. Okay, jetzt passt's. Jetzt hätte ich eigentlich 5 Leben bekommen, kriege aber 3 wahrscheinlich, richtig? Ja. Okay, also kann man nur maximal 3 Leben pro Level bekommen. Das war sehr schön. Das hatte coole Ideen. Gerne wieder. Bru. Kurz und knackig, oje. Auf die Zeit gleich mal gucken. Okay, Zeit ist in Ordnung. Gut. Die Pflanze da gefällt mir nicht. Da ist eine... Okay, hier passiert erstmal noch nichts, aber ich schicke die gleich mal weiter. In weißer Voraussicht. Ja. Was interessiert den nicht so richtig? Doch, das interessiert den. Nice. Oh no. Ich dachte, den hat's erledigt schon. Von dem kriege ich wahrscheinlich einfach nur den Schlüssel für die Tür, kann das? Ah, okay. Und damit komme ich... Alles klar! Das war tatsächlich kurz und knackig. Sehr schön. Sehr schön. Aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, toll. Ist okay, das Level, aber nichts, wo ich sagen würde, das hat ein Herz verdient. Man muss ja das Herz wirklich auch... Na, das sollte wirklich auch was sein, wo man begeistert war. Wenn man sagt, okay, war ein Level... Ja, dann war es ja auch nicht schlecht. Da gibt es ja kein schlechtes Ding dafür, aber es gibt halt auch kein Herz dafür. First World. Ja, so sieht das aus. Okay, hallo Yoshi. Yoshi ist hier. Ach so, der... das hat er mich hingewiesen. Was wollen die mit ihren Kommentaren? Oh mein Gott. Ah, was ist denn das? Das ist ein Flug... Was? Oh. So ein Yoshi ist das. Nein, ich wollte noch abspringen für das Leben. Na gut. Sehe ich jetzt aber nicht, warum das einen Scherz verdient hätte. Es hat auch jetzt... Ja, da bin ich schon fast bei Boo eigentlich. Das war jetzt nicht so spannend. Nee, komm. Da bin ich bei Boo. Da bin ich bei Boo. So leid es mir tut, aber... Es ist jetzt halt nicht wirklich was dahinter gewesen. Finde ich. Keine Ahnung. Pond 2 hat ein Level gebaut. 250 Münzen! Sind es hoffentlich mit... Hä? Ah. Wie komme ich da rein? Was? Hä? Das schaffe ich nicht mehr. Zielbedingungen nicht erfüllt, ja? Wobei, ich habe wie viel? 210 von...
Wie viel sind hier noch? Ja doch, das würde man schaffen, wenn man nicht so doof ist, dann würde man das schaffen. Aber jetzt krieg ich es nicht mehr hin. Oh, nice. Ich kann dich killen, dann kann ich gleich am Anfang killen. Ja, knapp, da gibt es kein Reset. Oh. Oh. Dann können wir jetzt aber mal testen, wie kann ich denn das wieder selber loswerden? Nein, nein, nein. Kann ich das irgendwie selber loswerden, das Ding? Oder muss ich mich da treffen lassen? Es gibt keine Taste, mit der ich das loswerde. Okay. Gut. Ach, ich kann ja neu starten, ne? Ah. Gut, also es haben nicht viele gefehlt eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind. Mit ein bisschen weniger Hektik geht das schon. Als erstes muss die weg. Und dann habe ich hier meine Ruhe. Nein, das wollte ich nicht. So, das wollte ich. Das ist wichtig. Und da war doch dann irgendwo gleich der nächste Pau. Der da. Nice. Ja, und dann geht das nämlich voll klar. Also nichts hier super schwierig. Stellt euch nicht so an. Ach doch. Dafür, dass die hier so rumjammern. Genau, hat Spaß gemacht, sag ich auch. So. Mit dem Licht von Wapso. Mhm, kurz und knackig. 300. Also, dann ist die Zeit wahrscheinlich nicht das Problem. Ich nehme an, ich soll den nicht drücken, sondern ich soll den beachten. Ah ja. Verstanden. Tür oder weiter? Ich bin irritiert. Warum habe ich das gemacht? Was war das denn jetzt für eine Idee von mir? Ich habe keine Ahnung. Keine gute. Das war ja richtig dumm. Das wäre fast schon wieder dumm gewesen. Ist er jetzt gedrückt? Nein. Wait, da oben ist was. Da oben ist was, aber wie komme ich da hin? Huh. Ich weiß halt nicht, ob ich mal durch die Tür da gehen soll. Die mir da ins Gesicht gedrückt wurde. Die da. Aha! Ja, dann muss ich den wohl hier drücken. Ja, oder auch nicht. Ich kann halt nichts anderes machen.
Das verstehe ich nicht. Wofür ist das hier? Er nützt mir da auch nichts. Hä? Ist da irgendwo ein versteckter Block? Die können halt leider auch überall sein. Was wird er mir mitteilen? Ach. Kommt der Peacewitch-Stats? Nein, der kommt nicht mehr runter. Dann halt nicht, ne? Verstanden. Jetzt weiß ich halt nicht, ob ich da einfach durch kann. Oh mein Gott. Ja, dann keine Ahnung, was er mit den anderen Sachen wollte. Haben wir leider nicht rausgefunden. Hatte schon was, ne? Schaffen wir es noch in dem Part? Ich weiß es nicht. Wenn die alle noch kurz und knackig... Besiege alle Bumbums und erreiche das Ziel. 3 Stück. Gott, was ist das denn? Ist ein bisschen windig hier. Was bist du denn? Okay, bisher habe ich, ist das jetzt, was ist das jetzt, 3D Mario World? Das ist 3D, ne? Nee. Doch, es ist 3D. Nee, es ist Quatsch, es ist nicht, es ist das andere. Jetzt habe ich es erkannt, oh nein. Ah, dann drehe ich ihn halt wieder um, mein Gott. No, geh weg. Wofür kann man den dann überhaupt vorher drehen, wenn der dann eh Quatsch ist? Ja, so reicht's halt nicht. Oh Gott, was tue ich? Nein! Oh, no. Oh boy! Also wozu? Das ist voll der Bait. Weil man, ich meine, man käme auch durch, ne? Mit Wandsprung und so käme man durch. Vielleicht ist es besser, man schafft es mit... Ich weiß nicht, vielleicht gibt es nachher einen Vorteil, wenn man den Schalter gedrückt lässt. Also, einmal drückt. So rum wollte ich das sagen. Vielleicht gibt es ja da einen Vorteil. Ich habe keine Ahnung. Ich werde es nochmal probieren. Potenziell nehme ich den einen Hit mit. Ah, warte mal! Ich bin ja eine Nuss. Oha, oh Gott, was? Ah ja. Ich kann doch den hier machen, ne? Haha! Ich hoffe, es nützt was, dass wir den jetzt nicht gedrückt haben. Oh, da ist mein Bum-Bum. Tschüss. Gut, das war Nummer 1. Wie? Und das sind die anderen zwei. Ja, alles klar. Da kriegt er einfach mal einen Schirm dran, der Kollege. Aua.
Hilfe! So. Nice. War es das dann schon? Weil wir haben das Level im Prinzip erfüllt, ne? Könnte jetzt ja das Ziel kommen. Nice. Dann holen wir uns aber noch das Leben. Sehr schön. I hit over here and nobody can stop me. Nice level. Ja, ein bisschen kurz vielleicht. Es hat kein kurz und knackig. Wenn es noch kein kurz und knackig hat, machen wir das noch dazu. So. Und weiter. Ja, gleich 40 Minuten nachkommt, das kriegen wir noch hin. Das Haus der Goombas. Besiege alle Goombas. 20 und erreiche das Ziel. Uff. Was? Curse softlocks if room is left early. What? Ach so. Ja, verstehe. Man kommt wahrscheinlich nicht mehr zurück, weil man die nicht erledigt, die Goombas. Deswegen softlocked in Anführungszeichen ist dann, man hat es dann halt versaut und muss neu starten. Wahrscheinlich heißt es das. Ah, ich wollte gerade gucken, ob die sich drehen. Die drehen sich. Oh, war das jetzt so gut? Ist da irgendwas drin? Wirklich so, ne? Aber jetzt kann ich den Raum schon verlassen, oder? Aber ich habe keinen Schlüssel. Ach so. Mist. Aber den kriege ich ja wieder. Okay. 9 von 20. Au. Das war ja mal nett. Wo kamen die denn jetzt her? Schieß deinen Pilz. Nu! Gib mir den Pilz. Gib mir den Pilz. Gib mir den Pilz. Gib mir den Pilz halt nicht. Vielleicht krieg ich hier wieder einen. Hat sich erledigt. Und da kommen jetzt wieder Goombas raus, ja. Au. Nicht zurücklaufen, du Nuss, du. Mein Gott. Schon besser. So. 5 fehlen noch. Hallo? Kriege ich nichts mehr? Alles aufgebraucht? Oh. Okay. Hab nichts gesagt. Krieg ich jetzt wieder Goombas, die runterfallen? Nein. Ja. Ich gehe ja schon. Hm.
Ach so, ich dachte, ich muss sie drüber werfen. Der geht einfach durch. Ja, auch gut. Na, dann haben wir jetzt doch alles, ne? Jetzt ist doch kein Softloch, wenn ich jetzt rausgehe. Überhaupt nicht wahr. Wie komme ich da hoch? Ah, hätte ich gar nicht gebraucht. Das ist die Plattform. Oh mein Gott, ich habe die Plattform nicht gesehen. Ja, war schön. ...41 Minuten, 3 Level to go. Kriegen wir. Aber in Zukunft sollte ich die mindestens aufteilen. Mindestens in 2 oder 3 Parts. Vor allem, wenn ich schwierig spiele, dann, wird so ein Level durchaus mal länger dauern, wahrscheinlich. Huch. Beziehungsweise, wahrscheinlich sterbe ich dann schneller. Wahrscheinlich gehe ich eher Game Over und dann dauert es doch nicht länger. Oh je. Also die Notenblockmechanik ist überhaupt nicht meins. Man muss drücken, während man springt. Also man kann nicht einfach gedrückt halten. Nee, man muss drücken, wenn man springen will. Oi, oi, oi. Okay. Okay, ich nehme eins mit. Vielleicht ist das ja gut. Okay, ich kann auf den Dingern stehen. Vielleicht ist das ja gut. Okay, da ist eine Tür. Okay, den muss ich besiegen. Aber es ist der normale Bum-Bum, ja? Kommst du runter? Da hat er noch Stacheln gehabt. Da hat er noch Stacheln gehabt. Uiuiui. Jetzt einmal noch drauf. Dankeschön. Wie ich halt einfach noch das Ding dabei habe. Nützt mir das hier was? Nein. What? Gib mir die Blume. Mein Gott. Vor allem ich... Ach so, jetzt verstehe ich das Level. Hier muss irgendwo ein Schlüssel sein. Bruder. Da ist das Viech mit dem Schlüssel. Weil alles andere sind generierte Goombas gewesen. Oh mein Gott, gib mir den Schlüssel. Nein! Und es hatte keinen Checkpoint. Oh. Update habe ich nicht gesehen. Lul. Den Checkpoint habe ich halt echt nicht gesehen. Ja, dann ist alles gut. Dann bin ich d'accord mit dem Level. Das ist halt voll lustig, weil er aussieht wie der Goomba, ne? Coole Idee. Ah, ich hätte gerade echt geraged, wenn ich da kein Checkpoint gehabt hätte. Okay. Okay. Ja, der ist halt nicht sonderlich schwierig. Ja, ich kann ihn leider nicht mitnehmen, das ist schade. Okay.
Ah ja. Nee, war schön. Dank des Checkpoints kriegt er einen Toll. Sonst hätte ich jetzt geraged. 15. Let's go. Autoscrolling. Ey. Okay, verstanden. Fies. Muss ich da hoch? Ich muss da hoch. Okay. Kommt das wieder? Nein. Ja, RIP. Ja, RIP. Okay. Bazooka featuring Snake von Suyorg ist das. Ich weiß, oh, ich war mir nicht sicher, wann die mich kriegen. Aber es hat gepasst. Okay. Eieiei. Ei, ei. Muss ich da einfach rüber? Hätte ich da oben rum gemusst? Aber. Obenrum wäre es halt auch gegangen, ne? Oh, das Lied ist großartig, by the way. Oh nein, was? Was? Bitte? Wo weiß ich denn, wann die vorne sind, so wirklich? Jetzt mal was. Aber ich brauche bestimmt hier oben die Plattform, die wir da. Was ist das denn? Was? What? What? Ich brauche den ganzen Quatsch da unten halt nicht. Was ein Quatsch. Was ein Quatsch. So, finales Level. B, das ist was Dummes. Up, up and away von Temris. Das ist ein Airship-Level. Oh, muss ich... Oh, nee, oder? Hahaha, alles klar. Okay, da gibt's einen Pilz. Das ist schon mal gut. Aber man muss sagen, es spielt sich echt smooth. Also richtig smooth. Also die haben das schon von der Steuerung her richtig gut gemacht. Bin voll begeistert. Fies. Das ist ja jetzt schon wieder fies. Ach so, das ist fies. Ja, gut. Aber da war ja ein Checkpoint. Ah, ich verstehe. Ja, wir haben ein paar Leben. Daran wird es jetzt nicht scheitern. Wait, da ist eine Tür! Hä? Okay. Coole Tür auf jeden Fall. Kann ich da irgendwie... Ah! Ja gut, man muss halt wissen, wie die Dinger zu steuern sind. Das ist wie mit den Notenblöcken.
Ja, okay, verstanden. Unter einer Stunde werden wir es noch hinkriegen. Mist. Lass mich da rein. Oh Gott, danke. Oh, weiter mit dem Wind. Okay. Gibt's hier einen Pilz? Oh, und es gibt einen Pilz und... Es gibt was auf die Mütze. Achso, wenn ich es wegwerfe, gibt's wieder auf die Mütze. Nice. Ist hier oben noch was? Nein. Ah, okay, verstanden. Ja gut, da ist die Mütze schon weg. What the, what? Okay. Ich mag die Level-Idee dermaßen. Das ist voll gut gebaut, ne? Ah gut, ob es voll gut gebaut ist, weiß ich nicht, aber es macht Spaß. Sagen wir es so. Aber die Notenblöcke sind auch in SMW, die furchtbare Steuerung. Okay. Da kann aber er ja nichts dafür. Dafür haben die coole Steuerung. Die haben die Notenblocksteuerung, die ich gerne hätte. Nämlich, dass man einfach auf dem Knopf bleibt, um hochzuspringen. Na komm. Na komm. Jetzt werde ich hier meine Zeit verlieren. Willst du mich veralbern? Nein. Was ist das? Geh doch heim. Kann ich eigentlich? Oh Mist. Ey, was ein Quatsch. Okay, wartet mal. Kann ich sowas kommentieren wie unnötig? Nein. Kann ich halt nicht. Ich kann es aber selber schreiben, oder? Nein, danke. Zurück. Vor allem, weil die auch alle voll Deutsch sind, die das lesen. Wait, wo ist mein... Da. Heißt es unnecessary? Müsste hinkommen, oder? Oh Gott, wie schreibt man das denn? Ich lasse es. Ich lasse es. Lassen wir das, wir schreiben nichts. Ups. Jetzt ist, wenn man hier hochgeht, kommt das jetzt, ja? Ja, toll. Für den Moment... Ah, nice, danke schön. Für den Moment kommt es dann, alles klar. Aber wir haben es geschafft. Sehr schön. Bis auf den Schluss war es okay. Ja, nee, nützt nichts. Die anderen Sachen sind hier irrelevant. So, we did it. Was?
What? Ich dachte, das hört auf. Das ist wirklich end. Ach so. Ja, dann. Ja. Oh, mein Rekord wurde gebrochen. Das Lätzchen-Shirt. Den Totenkopfrock. Mindestens 10. Aber steht nicht, was ich dafür bekomme. Ah. Und dafür das. Okay, können wir das einfach schneller durchlesen, bitte? Alter, geh weg da unten. Holy moly. Ach, guck mal, dann. Das heißt, man erfährt, wenn der Weltrekord gebrochen wurde, ja? Ach, für einen Kommentar gibt es ein Riesenkugel-Willi-Shirt. Okay. Sonnen-Hawaii-Hemd, Totenkopfrock und Lätzchen-Shirt. Alles klar. So, aber dann. Welches Level war das denn? Oh nee. Das spiele ich nicht nochmal. Aber echt nicht. Das kann ruhig den Weltrekord, kann der andere. Das, nee, 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 nee. Das spiele ich nicht nochmal. Okay, danke fürs Zuschauen. Jetzt aber wirklich. Und tschüss.